Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde des Amboss-Studientelegramms, Markus at Home begrüßt Sie diesmal von Ost nach West aus Frankfurt, Kaiserslautern, Saarbrücken und Trier zu Teil 2 unseres Rückblicks auf den Jahreskongress des American College of Cardiology. Die Diskutanten sind vorgestellt, die Spielregeln sind vorgestellt. Wir starten direkt mit den relevanten Studien zu Klappenwitzchen und freuen uns, dass Nikos Werner aus Trier dabei ist. Ja, ich möchte eine Studie vorstellen, das Dreijahres-Outcome der Evolute Low-Risk-Studie. Das ist eine Studie, in der verglichen wurde Patienten mit hochgradiger symptomatischer Aortenklappenstenose, die chirurgische konventionelle Therapie versus die transkatheterbasierte Aortenklappenersatz. Und das Spannende an dieser Studie ist, dass das ja alles Niedrigrisikopatienten waren, also Einschlusskriterium waren Patienten, die ein Risiko von weniger als 3% hatten, innerhalb der ersten 30 Tage nach einem chirurgischen Eingriff zu versterben. Die Studie läuft ja schon seit einigen Jahren und die Ergebnisse aus dem ersten und zweiten Jahr sind bereits publiziert. Baseline-Charakteristika, vielleicht hier nochmal zur Orientierung. Was sind denn solche Niedrigrisikopatienten? Waren Patienten so im Alter von 74 Jahren plus minus? Die hatten interessanterweise einen Risikoscore, der doch noch deutlich unter den 3% lag, nämlich beim Schnitt 2%. Waren alles Patienten mit einer erhaltenen linksventrikulären Pumpfunktion. Und was ich immer relativ wichtig finde, wie hoch ist der Anteil der Patienten, die schon mal eine Thorakotomie gehabt haben? Die lag etwa bei 2,5% für die TAVI-Gruppe, 2% für den chirurgischen Klappenersatz. Das ist das Patientenkollektiv. Und wichtig ist natürlich jetzt das Langzeitüberleben der Klappen zu evaluieren. Und da sieht man spannende Ergebnisse, finde ich. Wir sehen hier einmal die Daten für die 30 Tage in Bezug auf Gesamtmortalität oder schwerer Schlaganfall, also Disabling Stroke, Schlaganfall mit erheblichen Konsequenzen für den Patienten. Das ist der Endpunkt, relativ klar zu messen und auch zu bestimmen. Und hier sieht man, sah man bereits bei 30 Tagen und ein Jahr einen deutlichen Unterschied. In diesem Niedrigrisikokollektiv im Vorteil für den TAVI-Klappenersatz versus den chirurgischen Klappenersatz. Und das zieht sich durch, auch jetzt in Jahr 3. Also auch hier gibt es einen deutlichen Unterschied, etwa 3% Unterschied in der Gesamtmortalität und Schlaganfallrate, also schwere Schlaganfälle zwischen der TAVI und dem chirurgischen Klappenersatz. Wir sehen keine Anzeichen dafür, dass offensichtlich hier die TAVI-Klappe schlechter abschneidet. Und ich habe mal eine Subgruppe mir noch rausgesucht, die ich sehr spannend finde. Da geht es einmal darum, dass natürlich bei den TAVI-Klappen die paravalvuläre Aorteninsuffizienz etwas erhöht ist in den Studien. Das sehen wir hier auch. Wenn wir uns die mehr als milde paravalvuläre Insuffizienz anschauen, dann haben wir etwa 21% bei den TAVI-Klappen und nur 2,7% bei den chirurgischen Klappen. Kommt ja daher, dass wir TAVI-Klappe in die alte Klappe reinpressen. Also wenn wir viel Kalk haben oder sehr viel exzentrischen Kalk haben, hier paravalvuläre Insuffizienzen auftreten. Aber wenn wir uns die klinisch relevanten paravalvulären Regurgitationen, also mehr als moderat, mehr und gleich moderat anschauen, dann gab es hier keinen Unterschied. Umgekehrt sehen wir, und das ist wichtig für die Haltbarkeit der Klappen, dass wir mehr Prothesen-Patienten-Mismatch haben bei der Gruppe der chirurgischen Klappen. Also wenn wir uns auch hier anschauen, mehr als moderat, dann sehen wir 10% Prothesen-Patienten-Mismatch bei der selbst expandierenden TAVI-Klappe versus
25% in der Chirurgie. Die Chirurgen versuchen immer möglichst große Klappen einzusetzen und einzubauen, weil wir dann eben das kein Prothesen-Patienten-Mismatch haben, was letztlich ja einfach nur bedeutet, dass wir für den Patienten eine letztlich zu kleine Klappe haben. Und das sind, glaube ich, wichtige Daten, die wir aus der Studie herausziehen können. Was wir auch gesehen haben, das habe ich hier unten noch mal in Blau aufgeführt, dass wir bessere mittlere Gradienten und Öffnungsflächen erreichen mit der TAVI-Klappe zu allen Zeitpunkten, sodass wir, glaube ich, festhalten können, dass es zu dem jetzigen Zeitpunkt bei Niedrigrisikopatienten, die mit einer selbstexpandierenden, supraannulär sitzenden Klappe, TAVI-Klappe behandelt wurden, keine Nachteile, sondern teilweise auch noch Vorteile sehen. Das ist hier nochmal zusammengefasst, auch, glaube ich, relativ neutral und nüchtern. Wir haben die gleichen Klappendynamik nach 3 Jahren. Wir haben einen Vorteil, einen numerischen Vorteil bezüglich der harten Outcome-Daten. Wir sehen bei den paravalvulären Regurgitationen wenig Unterschiede. Bei der milden paravalvulären Leckage ja, wenn es darüber hinausgeht, dann nicht mehr. Und ein Thema, was man sicherlich immer wieder diskutieren muss und im Kopf behalten muss, ist, dass wir bei den TAVI-Klappen eine höhere Rate an Schrittmacherimplantationen haben, auch bei den Niedrigrisikopatienten und umgekehrt bei den Niedrigrisikopatienten, die operiert wurden, Klappenersatz erhalten haben, chirurgisch, sehen wir deutlich mehr Vorhofflimmern. Das sind, glaube ich, beides Punkte, die wir berücksichtigen müssen und die wir auch im Weiteren im Kopf halten müssen. Ich bin gespannt auf eure Fragen. Ich habe einen für mich als Nicht-Kardiologen ganz interessanten Kommentar dazu gehört, wo gesagt worden ist, Niedrigrisiko heißt nicht niedriges Alter. Und mittlere Alter hier, wenn ich es richtig erinnere, waren so 74 Jahre oder so gewesen. Was gilt dafür für den Patienten in unserem Alter, vielleicht noch jünger als wir? Wie nicht chirurgisch wird man da heute vorgehen? Kann man das übertragen? Oder der Grund, warum dieser Spruch gefallen ist, ist der, dass gesagt worden, naja, wenn dann 10, 20 Jahre später ein erneuter Eingriff erforderlich ist, dann ist es wesentlich schwieriger in eine TAVI rein als in die operierte Klappe. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Natürlich ist Niedrigrisiko nicht gleich niedriges Alter. Alter ist sowieso immer kein besonders guter Risikomarker. Das wissen wir auch. Klar, es gibt deutliche Unterschiede zwischen hochaltrigen und vielleicht nicht so alten Patienten. Aber deswegen habe ich es auch nochmal erwähnt. Sowas wie vorherige Thorakotomie, das ist natürlich ein relevanter Risikofaktor. Und dann kann man jung sein und vielleicht noch eine Lungenerkrankung haben ohne Thorakotomie und dann ist man schon relativ schnell auch in einem höheren Risikobereich. Und letztlich ist es ja so, dass, wie du erwähnt hast, die Patienten im Alter um die 75 waren, plus minus 5 Jahre waren das. Das heißt, wir hatten die jüngsten Patienten waren etwa 70, die ältesten waren 80 Jahre alt. So war etwa die Verteilung. Und wenn wir uns das angucken, dann ist das aber auch das Kollektiv, um das es hauptsächlich geht, weil degenerative, symptomatische Aortenklappenstenosen in deinem jungen Alter, die kannst du an einer Hand abzählen, da gibt es nicht viele Patienten, das sind dann überwiegend Patienten, die eine Bikuspide-Klappe haben und deswegen eine Degeneration zeigen. Die sind dann natürlich ausgenommen und passen gar nicht in dieses Kollektiv. Aber wir müssen, glaube ich, auch da einfach ein bisschen realistisch bleiben. Wir müssen gucken, welche Altersgruppe betrifft denn die degenerative, stenosierende Aortenklappenstenose. Und das sind eigentlich die Patienten so, ich sag mal, ab 70, muss man sagen. Und TAVI in TAVI oder solche Dinge sind natürlich Optionen. Aber wir müssen uns über das Lifetime-Management dieser Patienten natürlich Gedanken machen. Wir gehen davon aus im Moment, dass diese biologischen Klappen alle etwa 10 Jahre plus minus halten. Und dann müssen wir uns eben überlegen, was wir mit dem 70-Jährigen machen, der 10 Jahre und 80 ist und vielleicht eine TAVI-Klappe hat, die eben nicht mehr richtig funktioniert, was wir mit dem machen. Noch ganz kurz, um nachzuhaken, nochmal als Nicht-Kardiologe, stört uns die Bikuspide-Klappe prinzipiell gegenüber der TAVI oder geht das technisch genauso wie bei der Tricuspiden?
Also man muss, technisch geht es sehr ähnlich, aber man muss sagen, dass es dafür keine großen, vor allem randomisierten gegenchirurgische Klappen-OP, randomisierten Daten gibt. Die gibt es einfach nicht, deswegen können wir es schlecht sagen. Die Implantation ist komplexer, die Anatomie ist komplexer, die Ergebnisse sind schlechter, das weiß man aus den Registerstudien. Insofern würde man einem Niedrigrisikopatienten mit Bikuspiderklappe auf jeden Fall primär den chirurgischen Aortenklappenersatz empfehlen. Und wenn die Klappe dann kaputt ist, würde man dann eine PAVI reinsetzen. Sag mal, wie problematisch ist der Schrittmacher, Niklas? Also auch da ist es natürlich so, alter Patient, ob der jetzt einen Schrittmacher hat oder nicht, mit 80 Jahren ist relativ wurscht. Der braucht vielleicht auch nur noch ein Aggregat. Für einen jungen Patienten ist das ein Problem. Und die andere Frage, wie evaluieren wir? Da gibt es ja so ein bisschen Daten und die Liegezeiten wollen immer kürzer sein. Es gibt amerikanische Kohorten mit dreistelligen Zahlen, Same-Day-Discharge, da mag man jetzt von halten, was man will, aber Stichwort PCI-like Procedure. Wenn ich den Linkschenkelblock oder die Pause, den AV-Block gar nicht sehe, brauche ich dann vielleicht gar keinen Schrittmacher. Also implantieren wir vielleicht auch zu viel nach TAVI, weil wir natürlich extrem gucken, muss man sagen. Und geht nicht der ein oder andere kurzzeitige nächtliche AV-Block auch wieder von alleine weg? Das ist, glaube ich, alles Spekulation. Was meinst du dazu? Super schwieriges Thema. Wie du schon sagst, man muss es ja eigentlich auch noch um den Linksschenkelblock ergänzen. Also wir bewegen uns in dem Spannungsfeld Linksschenkelblock, Schrittmacher und Vorhofflimmern sozusagen, wenn wir uns die Rhythmusstörung hier anschauen. Und die Frage hat sich, glaube ich, schon der ein oder andere auch gestellt. Will ich lieber Vorhofflimmern haben und eine Antikoagulation nehmen oder will ich lieber einen Schrittmacher haben? Mit und ohne Linksschenkelblock. Ich glaube, die Frage ist im Moment schwer zu klären. Wir wissen ja aus alten Studien, muss man sagen, nicht bei Hochrisiko, sondern eher nicht bei Niedrigrisiko, sondern bei Hochrisikopatienten, dass der Schrittmacher wahrscheinlich die Mortalität nicht wesentlich beeinflusst. Aber je jünger wir werden, desto relevanter wird es. Und man wird sich genau anschauen müssen, wie die Schrittmacher Zahlen auch mit den neuen Klappen sind und den neuen Implantationstechniken. Ich glaube, wir sind deutlich runtergekommen mit den Schrittmacherraten. Je nach Klappe liegt das aber im Moment bei 10% und bei den Chirurgen vielleicht bei 5%. Also wir sind sicherlich noch doppelt so hoch mit den Schrittmacherraten. Aber es wird weniger durch Implantationstechnik, schonendere Implantationen und auch, glaube ich, andere Klappen. Aber geklärt ist es nicht. Gut. Dann würde ich weitermachen. Bleib so ein bisschen mit dem Klappensektor. 5-Jahres-Follow-up der CoAPT-Studie. Auch eine ganz, ganz wichtige Studie, Meilenstein-Studie, muss man sagen. Die CoAPT-Studie, die zum ersten Mal ja untersucht hat, den Einfluss des Mitra-Clips bei der sekundären Mitralklappeninsuffizienz. Nur nochmal zur Erinnerung, das war eine Studie, wo der Mitra-Clip plus eine optimale medikamentöse Therapie randomisiert wurde versus eine optimale medikamentöse Therapie allein. Zur Erinnerung nochmal, Einschlusskriterien waren Patienten mit einer EF von unter 40%, also klassische Herzinsuffizienzpatienten. Am Ende sind in der Studie gelandet Patienten mit einer EF im Schnitt von 31%, also wirklich schlechte, hochgradig reduzierte Pumpfunktion. Der Anteil der Patienten unter 40% lag bei 82% in beiden Armen am Ende. Eingeschlossen wurden außerdem Patienten, die eben eine schwere sekundäre Mitralklappeninsuffizienz haben. Insgesamt 614 Patienten, auch noch stratifiziert nach der Ursache der Kardiomyopathie, etwa 60% ischämische Kardiomyopathie, 40% nicht ischämische Kardiomyopathie. Und das sind die Daten jetzt vorgestellt für 5 Jahre Follow-up. Zahl der gesamten Hospitalisierungen hier dargestellt aufgrund einer Herzinsuffizienz. Und da sieht man wirklich deutlichen Unterschied in der Hospitalisierung bei diesen Patienten mit hochgradig eingeschränkter Pumpfunktion, 30% in der Device-Gruppe, 57% in der Kontrollgruppe, zeigt aber auch über die 5 Jahre, wie viele dieser Patienten immer wieder hospitalisiert werden müssen.
unterstreicht aber auch nochmal eben die Mitraclip-Therapie als einen wichtigen Baustein und Bestandteil der Herzinsuffizienztherapie. Und hier der Endpunkt Tod oder Hospitalisierung aufgrund einer Herzinsuffizienz. Hier finde ich eigentlich am bemerkenswertesten, dass wir sagen müssen, dass nach 60 Monaten, 5 Jahren 91,5% der alleine mit einer medikamentösen Therapie versorgten Herzinsuffizienzpatienten tot oder hospitalisiert waren. Das sind schon enorme Zahlen, die sich hier zeigen, und die macht man sich gar nicht immer so klar und bewusst. Signifikanter Unterschied hier zwischen der Nitraclip-Therapiegruppe und der konservativen Gruppe. Wie sieht es aus mit der Sicherheit? Und das ist, glaube ich, das Schöne und das ist auch das Wichtige am Clip. Das ist eine sehr risikoarme Prozedur und man sieht, über die Jahre kommt da auch nichts Relevantes hin dazu. Nach 6 Monaten, wenn man alle Safety-Events sich anguckt, kommt es auf knapp 11%. Nach 12 Monaten waren es 3,3%, aber wenn man sich anschaut, dann sind das eher diese Dinge, dass die Therapieeskalation gestartet wurde, das ist hier unten gezeigt, dass die Patienten eben Richtung LVAD gebracht wurden oder anderes. Und es ist eher nicht der Clip selber, der hier irgendwie ein Sicherheitsproblem macht, sodass man, glaube ich, sagen kann, es ist ein sicheres Verfahren. Wir haben über 5 Jahre tatsächlich gute Ergebnisse. Das war ja immer wieder die große Diskussion. Wie sieht's denn aus? Wir haben die Alfieri-Prozedur, die ja den Mitraclip so ein bisschen simuliert, in der Chirurgie verlassen, weil die Ergebnisse nicht langanhaltend gut genug waren. Hier haben wir eben jetzt ein Kollektiv, was in der Regel nicht OP-fähig war bei einer sekundären Mitralklappeninsuffizienz, hochgradig eingeschränkte Pumpfunktion. Und wir sehen, dass wir zumindest über 5 Jahre einen sehr, sehr stabilen Befund haben. Und die Autoren, und deswegen habe ich das jetzt auch nochmal hier so aus der Originalpublikation mitgenommen, haben einmal gesagt, dass die Hälfte der Patienten in der Kontrollgruppe gestorben sind, bevor sie überhaupt sozusagen die Möglichkeit hatten, nach 2 Jahren in die Crossover-Gruppe zu gehen. Auch für mich finde ich ein relevanter Punkt zu sagen, hier müssen wir wirklich, und das war auch dort die Quintessenz sein, wir müssen unsere Patienten genau bezüglich der Mitralklappeninsuffizienz evaluieren und wenn wir das vorliegen haben, so früh wie möglich auch therapieren. Ja, spannende Daten, Nikos. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, den hast du gesagt, das Verfahren ist sicher. Das ist ja immer wesentlich, wenn man sich überlegt, einen Patienten das zu unterziehen. Vielleicht zu dem Vergleich zur europäischen Studie, die war ja, glaube ich, primär etwas vor der COAPT-Studie publiziert worden, mit etwas neutraleren Daten. Gibt es dazu eigentlich auch schon Langzeitdaten? Also ich glaube, das ist immer halt die Schwierigkeit, Studien miteinander zu vergleichen, die Einschlusskriterien, die Therapie etc. Da gibt es halt immer wieder dann im Detail relevante Unterschiede, die auch möglicherweise eben die Unterschiede in den Studien erklären. Ich kenne jetzt keine 5-Jahres-Daten, außer hier aus der Studie. Aber die werden sicherlich kommen und da wird man genau sehen, wie die Patienten sich gemacht haben. Und ich glaube, wenn wir uns genau angucken und die Patientenkollektive uns genau angucken, und da haben wir, glaube ich, hier mit der COAPT-Studie eigentlich ein sehr, sehr umrissenes und klares Patientenkollektiv, wenn wir uns daran halten, sind wir, glaube ich, relativ auf der sicheren Seite und können, glaube ich, einfach den Patienten auch wirklich sicher unter die Augen treten und sagen, wir haben was, es ist sicher, es hat Benefits, nicht nur für die Hospitalisierung, auch fürs Outcome, und es hält. Das sind, glaube ich, wichtige Aussagen, die wir daraus ziehen können. Kannst du ganz kurz nochmal sagen, die Studie hat ja eigentlich primär mal ischämische Kardiomyopathie-Patienten untersucht in der Mehrheit, oder? 60%, ja. Und wir wenden sie doch, aber correct me if I'm wrong, wir wenden sie doch fast eher das Verfahren an bei der klassischen dilatativen Kardiomyopathie mit ein bisschen im
Ringdilatation und eben aber auch dann restriktiven Bewegungsmuster beider klappen? Oder würdest du das anders sehen? Und ist es übertragbar? Oder ist das ein Thema? Das ist eine ischämische Geschichte, wo ja dann oft gerade das posteriore Segel so ein bisschen mehr restringiert ist als das andere. Ist das ein Thema oder ist das egal? Oder kann man das Also überhaupt? ich persönlich glaube, dass es kein Thema ist, aber du hast recht. Ich sag mal, wir haben jetzt 60-40, da kann man auch sagen, man kann sagen, oh, deutlicher Unterschied. Man kann aber auch sagen, naja, vielleicht ist es doch fast gleich verteilt. Ich glaube, zumindest wir in Deutschland machen da ja weniger Unterschiede. Zu sagen, haben wir jetzt hier eine ischämische oder eine nicht ischämische Kardiomyopathie, wenn wir über die interventionellen Clip-Verfahren in dem Bereich der Mitralklappe reden. Ich glaube, wir gucken, und das ist auch, glaube ich, pragmatisch, wir gucken uns an, wie ist die Anatomie. Haben wir eine Anatomie von einem Patienten, der Clipper ist, der aber umgekehrt nicht ein klassischer OP-Kandidat ist? Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Weil eine gute operative Mitralklappenrekonstruktion ist definitiv die, ich sag mal, komplettere Methode und ausgefeiltere Methode mit einer höheren Reduktion der Mitralklappeninsuffizienz, als es die Clip-Verfahren sind. Aber wir haben eben eine signifikante Zahl an Patienten, die eben für eine OP nur mit sehr hohem Risiko in Frage kommen. Und gerade die Mitralklappe hat einfach ein deutlich höheres OP-Risiko. Und für diese Patienten, und da würde ich gar nicht so einen großen Unterschied machen zwischen ischämisch und nicht ischämisch, für diese Patienten ist der Clip gut geeignet. Aber jeder, der minimalinvasiv mit Mitralklappen rekonstruiert werden kann, operativ, der sollte das auch bekommen. Wir sehen in der Nephrologie ja sehr viele Menschen mit fortgeschrittener chronischer Nierenerkrankung, mit mittelgradiger, hochgradiger Mitralklappeninsuffizienz. Gibt es da ein Schema, mit dem wir vielleicht so ein bisschen selektieren können, welche von diesen Patienten wir jetzt der invasiven Kardiologie anbieten? Wir können ja nicht alle schicken. Ihr wollt nicht alle sehen, ihr könnt nicht alle sehen und ihr wollt vor allen Dingen auch nicht alle intervenieren. Naja, man muss sagen, wenn du jetzt quasi puristisch bist und dir guckst dir die Koab-Studie an, dann musst du eigentlich sagen, Patienten mit einer höhergradig eingeschränkten Pumpfunktion und einer hochgradigen MI ab Grad 3, der sollte evaluiert werden, ganz klar. Da ist mein Appell an die Nephrologen, die ja eher sehr, sag mal, konservativ sind, vielleicht im Vergleich zu den Kardiologen, ruhig den Mut zu haben, auch mal mehr Patienten zu schicken. Es gibt solche und solche. Was machen wir mit den Patienten mit normaler EF und hochgradiger Mitralklappeninsuffizienz? Also, wenn es ein OP-Kandidat ist, operieren wir ihn. Gut, wir kommen zur nächsten Klappe, Tricuspidalklappe. Auch hier auf dem LCC eine wichtige Studie, Landmark Trial haben sie es genannt. Publiziert die Triluminate-Studie, auch eine Untersuchung, auf die lange gewartet wurde, die man vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, ja, ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu einer Ernüchterung oder Enttäuschung geführt hat. Das waren Patienten mit einer schweren Tricuspidalklappeninsuffizienz, symptomatische schwere Tricuspidalklappeninsuffizienz, alle Patienten mit einer stabilen medikamentösen Therapie, die alle Zeichen einer Dekompensation hatten, rekompensiert waren und eine Herzinsuffizienztherapie bekommen haben und die ein deutlich erhöhtes Risiko hatten für einen operativen Eingriff. Auch Patienten, glaube ich, die ihr in der Nephrologie öfter seht, die wir auch sehen bei Patienten, zum Beispiel chronisches Vorhofflimmern, die mit atrialer Dilatation kommen, die eine schwere symptomatische Tricuspidalklappeninsuffizienz haben. Auch hier, ähnlich wie bei der Coab-Studie, jetzt die Randomisierung auf das TriClip-Device, also den Mitra-Clip für die Tricuspidalklappe oder medikamentöse Therapie. Und hier die ersten Daten, 12 Monate. Primärer Endpunkt bei diesen 350 Patienten war eine Kombination aus Mortalität oder Tricuspidalklappen-OP, Herzinsuffizienzhospitalisierung und Verbesserung der Lebensqualität im Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire und das sozusagen nach 12 Monaten. Ein bisschen komplizierter Endpunkt, weil der sozusagen Benefits berechnet hat.
Also ja, wir haben ja sozusagen negative und positive Endpunkte in einem primären Endpunkt kombiniert. Triclip-System ist hier einfach mal gezeigt, sieht aus wie das Mitraclip-System, ist aber adaptiert an die Tricuspidalklappe. Und das waren Patienten, die waren im Schnitt so 77, 78 Jahre alt, über 55% höher Klasse 3 und 4, also schwer symptomatisch. Und das finde ich das Interessante. Viele niereninsuffiziente Patienten dabei, 35%. Und das ist auch so das Kollektiv, was wir, glaube ich, alle sehen, dass wir Patienten haben, die eine hochgradige Tricuspidalklappeninsuffizienz haben, Niereninsuffizienz haben, immer mehr Diuretika kriegen und damit eigentlich für die Niere durchgehend schlechter werden. Und das Therapieprinzip ist eben hier, die Mechanik zu verbessern, die Tricuspidalklappe wieder dicht zu kriegen. Hier noch nachgetragen, die Pumpfunktion erhalten bei 60%. Das ist eigentlich typisch für dieses Kollektiv. Und was wir sehen und was, finde ich, sehr positiv und erfolgreich ist, ist, dass wir nach 30 Tagen ein Jahr eine deutliche Reduktion des Schweregrads der Tricuspidalklappeninsuffizienz sehen. In der Device-Therapie sieht man hier 87% nach 30 Tagen nur noch eine moderate oder milde Tricuspidalklappeninsuffizienz. Und hier in der gepaarten Analyse sehen wir, sind es fast 89% nach einem Jahr. Also ich glaube, wir können den Schweregrad relativ gut reduzieren. Wie übersetzt sich das in den primären Endpunkt? Und hier sieht man, dass die Win-Ratio bei 1,48 lag. Im Vergleich in der Gesamtpopulation, also hier in Gelb die Patienten, die den Clip bekommen haben, in Blau die Patienten, die konservative Therapie bekommen haben. Und wenn man sich die einzelnen Endpunkte anguckt, und das ist das, was ich sozusagen so ein bisschen, wo wir uns, glaube ich, alle ein bisschen vielleicht mehr erwartet hätten, wenn wir so eine gute Reduktion der Tricuspidalklappeninsuffizienz hinkriegen. Wir sehen keinen Unterschied beim Tod oder bei der Bezug auf Eskalation Richtung Tricuspidalklappenchirurgie, auch bei der Hospitalisierung nur numerischer Unterschied, kein signifikanter Unterschied. Beim Quality of Life sehen wir eine deutliche Verbesserung. Da muss man natürlich fairerweise auch sagen, wir hatten es ganz am Anfang im ersten Vortrag über den Placebo-Effekt, das wissen wir nicht. Patienten haben Lipke bekommen und das hat natürlich für Patienten natürlich auch die Implikation, dass es besser werden muss. Also hier haben wir sicherlich auch einen gewissen Placebo-Effekt mit dabei. Kann auch sein, dass wir einfach noch nicht genug Patienten untersucht haben, die erste Studie dazu, und dass wir noch ein bisschen länger brauchen, um das auch in der Nachverfolgung. Aber zumindest von der technischen Seite und auch vom Sicherheitsprofil, und das ist hier nochmal gezeigt, genau wie beim Clip, ist es ein sicheres Verfahren. Wir haben sehr, sehr wenige relevante sicherheitsbedenkliche Nebenwirkungen. Und das ist was, glaube ich, wenn wir das für die erste Studie sehen, ist das, glaube ich, sehr erfolgversprechend. Was mir so ein bisschen fehlt, ist der Endpunkt Niereninsuffizienz. Wir haben viele Patienten, die wir sehen, wir auch in den Registern, wo wir ein effektives Clipping hinkriegen und wo wir sehen, dass vor allem die Niereninsuffizienz deutlich besser wird. Nicht nur eben die Klinik, sondern auch die Kreatininwerte und GFR verbessert sich. Und das ist für solche Patienten, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Spannende Studie. Nikos, ich würde dich gerne an deine Einschätzung fragen. Wenn man so den Clinical Need eines großen Krankenhauses betrachtet, dann haben wir, und das kann ich für uns sagen, viel mehr Notwendigkeit, über Tricuspidalklappen, Behandlungen interventionell nachzudenken, als über hochgradige Mitralinsuffizienzen. Insofern bin ich, dass das Gros der Patienten ergibt, natürlich ein bisschen enttäuscht, weil insbesondere der Endpunkt Hospitalisierung, das ist ja im Grunde diese älteren kranken Menschen müssen ständig wiederkommen, rechtzeitig dekompensiert, dass das natürlich sich nicht zwar numerisch etwas, aber bislang mit noch keinem signifikanten Effekt niedergeschlagen hat. Ne? Deshalb hätte ich eigentlich vor der Masse und der Menge der Patienten, die wir täglich behandeln, mir eigentlich etwas mehr erhofft.
Ja, geht mir auch so, muss ich auch sagen, geht mir auch so. Ich denke, es gibt, wenn man sich es anschaut, sind 172 Patienten, ist sicherlich noch eine sehr überschaubare Gruppe, muss man sagen. 172 Patienten, es ist sozusagen die erste Studie zum Thema. Es ist ein Jahr Nachverfolgung. Da muss man einfach, ich glaube, wir müssen einfach noch ein bisschen beobachten und gucken, ob das wirklich sozusagen das Endergebnis ist. Dann wäre es da definitiv enttäuschend. Oder, und das ist was, wo ich glaube, da ist sicherlich noch, wird noch ein bisschen Bewegung drin sein, ob wir einfach gucken müssen, dass wir noch größere Studien brauchen und dass wir auch ein längeres Follow-up brauchen. Weil die Patienten in der medikamentösen Therapiegruppe, die werden definitiv nicht besser. Das kennen wir alle aus der klinischen Erfahrung. Die werden immer schlechter. Und wenn wir diesen Teufelskreis aufhalten können, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass wir eben auch nach 3, 4 Jahren deutlichen Unterschied vielleicht in der kardiovaskulären Mortalität sehen. Und auch, wie gesagt, die Niere, die ist zu unterrepräsentiert in den Studien. Im Moment als Endpunkt, das ist auch so was, was man erst so im Verlauf gemerkt hat, dass das Tricuspidal-Clipping einen wesentlichen Effekt auf die Nierenfunktion hat. Und das sind, glaube ich, Dinge, die werden wir noch genauer untersuchen, dann schauen wir mal, was da rauskommt. Insofern muss ich sagen, ich war auch etwas enttäuscht, aber ich glaube, wir müssen noch nach vorne gucken, da kann noch mehr kommen. Und dann darfst du nicht enttäuscht sein, dass die Nephrologen in der Zuweisung konservativ sind, wenn die Kardiologen uns in ihren Endpunkten nicht adäquat berücksichtigen. Eine Laienfrage: Wie ist das technisch, wenn man das vergleicht für euch, der Mitra-Clip versus das Clipping hier von der Tricuspidalklappe? Ist das schwieriger, ist das einfacher? Also das Spielentscheidende ist es eigentlich nicht wesentlich schwieriger. Das Spielentscheidende ist die Bildgebung. Du machst das ja unter TE-Kontrolle. Und wenn man ein gutes Imaging hat, dann kann das genauso schnell gehen wie ein Mitralclip. Es steht und fällt mit der Bildqualität und die hängt manchmal einfach auch vom Patienten ab. Manchmal sind die Patienten gut transkastral schallbar, manchmal nicht. Und das sind so Parameter, die ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Aber vom Sicherheitsaspekt auch mal, es schadet vielleicht weniger. Wir müssen nicht durch Septum punktieren, wo man auch mal einen in 10.000 Fällen woanders landet. Wenn irgendwas verloren geht oder embolisiert oder thromboembolisiert, ist das alles rechtskardial. Also im Zweifelsfall macht man ja auch deswegen ja auch die Sicherheitsendpunkte, ne? Da kann eigentlich so viel nicht passieren. Also Ja, ich finde richtig. es auch so ein bisschen auf den ersten Blick enttäuschend, aber wenn ich jetzt so in der Praxis die Patienten sehe, die müssen nicht immer alle länger leben. Das sind viele alte Menschen, denen geht es nicht immer nur um Mortalität, sondern die wollen weniger Beschwerden haben. Also das ist schon ein relevanter Endpunkt. Es sei denn, man macht den jetzt kaputt und sagt, naja, es gab zwar eine Kontrolle, aber keine Schämgruppe. Ne? Das muss man sicherlich auch sagen. Du hast das wohl gesagt, das weiß man alles nicht. Aber wenn wir den Endpunkt glauben, das tun wir eigentlich, dann ist Lebensqualitätsverbesserung für diese Patienten auch was ganz Wichtiges. Absolut, absolut, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich meine, mit keiner Hüft-TEP dieser Welt verbessern wir die Prognose. Aber wir behandeln die Symptomatik der Patienten und die haben danach, wenn die Hüft-TEP drin ist und sie wieder laufen können, eine deutlich bessere Lebensqualität. Und insofern ist das ein total wichtiger Punkt. Da sind wir in der kardiovaskulären Medizin immer sehr auf die Endpunkte, harten Endpunkte fixiert. Aber natürlich spielt das eine ganz, ganz wichtige Rolle. Gut, ich habe noch eine spannende, wie ich finde, letzte Studie, die so in den ganz anderen Sektor geht, eigentlich so gar nicht so viel mit Kardiologie zu tun hat, sondern eher ins Grenzgebiet Kardiologie, Pneumologie, kardiovaskuläre Medizin geht, die ich aber persönlich sehr, sehr spannend finde. Und das ist die FLAME-Studie, die das Outcome bei Hochrisiko-Lungenembolie-Patienten untersucht hat, die mit einem mechanischen Thrombektomiesystem behandelt wurden. Erste größere Studie dazu. Das waren alles Patienten eben mit einer Hochrisikolungenembolie, also Patienten, die einen Blutdruck unter 90 hatten oder einen starken Blutdruckabfall, die Vasopressoren benötigten oder auch reanimiert waren, weniger als 30 Minuten. Und das war wirklich eine der ersten Studien. Das ist nicht randomisiert, da ist nichts vorgegeben. Das war ein relativ offenes Design. Man hat einfach diese Patienten genommen und hat die entweder in diesen Flowtriever-Arm genommen. Das ist ein Device, was über die
Vena femoralis vorgebracht wird, relativ großes, 24 French, und dann in den Bereich der Lungenembolie vorgebracht wird und dann wird dort mit Unterdruck sozusagen der Thrombus abgesaugt. Die Vergleichsgruppe war der sogenannte Kontextarm. Da waren alle anderen Therapien, primären Therapien, die leitliniengerecht sind, subsumiert, also Dialysetherapie vor allen Dingen natürlich, aber theoretisch auch OP etc. War möglich. Das waren die Patienten, 115 Patienten in den USA, die behandelt wurden, 53 im Flowtriever-Arm, 61 im Kontextarm, im Schnitt um die 60 Jahre alt. Und der spannende erste Punkt in meinen Augen ist, wenn man sich anschaut, dann waren im Flowtriever-Arm über 40% der Patienten, die eine Kontraindikation für eine Lysetherapie hatten. Im Kontextarm, also der Standardtherapie, waren das 11,7%. Relativ viele Patienten mit einer Tumorerkrankung, 22%. Und das war so das Kollektiv. Bei den Patienten mit einer absoluten oder relativen Kontraindikation einer thrombolytischen Therapie tun wir uns ja immer sehr schwer, das abzuschätzen. Wir alle haben immer viel Angst davor, dass es zu relevanten Blutungen kommt. Umgekehrt sind das, wie gesagt, Hochrisikopatienten, die auch so sonst eine sehr schlechte Prognose haben und in vielen Fällen auch verstärken. Primärer Endpunkt war eine Kombination aus Gesamtmortalität im Krankenhaus, Bailout-Strategien, klinische Verschlechterung und schweren Blutungen. Und dann gab es als Sekundär-Endpunkte noch Safety-Endpoints. Der Composite-Primary-Endpoint wurde in 17% der Patienten in der Flowtriever-Arm-Gruppe erreicht und in 64% der Patienten im Kontextarm. Also hier ein deutlicher Unterschied zwischen dem Flowtriever-Arm und dem Kontextarm zugunsten des Flowtriever-Arms. Und wie sah das aus, wenn man die In-Hospital-Mortalität sich anschaut? Leider hat das hier die Balken gerade so ein bisschen zerschossen. Man sieht aber die wichtigen Zahlen. Der Flowtriever-Arm hatte tatsächlich eine Mortalität, In-Hospital-Mortalität von 2%. Performance Goal in der Literatur sind etwa 28%. In den 61 Patienten im Kontextarm waren es fast 30%. Unterstreicht zum einen die hohe In-Hospital-Mortalität, unterstreicht auch, wie gesagt, in dieser nicht randomisierten ersten Studie, aber auch, wie effektiv man möglicherweise sein kann, wenn man diese Thromben aus dem aus der Pulmonalarterien rausholt. Safety Outcomes hier dargestellt, ein Schlaganfall, ein ischämischer Schlaganfall im Flowtriever-Arm, 4 Schlaganfälle, 2 ischämische, 2 hämorrhagische im Kontextarm. Und wenn man sich die device-assoziierten Komplikationen anschaut, dann war das vor allen Dingen ein Abfall im Hämoglobin, in der Anämie. Wenn man das mal gemacht hat, man zieht da relativ viel Blut ab, gerade wenn man eben keinen Thrombus ansaugt. Die Amerikaner haben inzwischen so ein Cell-Saver-System, das war in dieser Studie noch nicht genutzt, wo man das Blut wieder zurücktransfundieren kann. In Deutschland gibt es das auch noch nicht, dieses Cell-Saver-System. Sodass also hier diese Geschichten sozusagen die häufigsten Probleme gemacht haben. Interessanterweise 24 French venöser Zugang, 4 Komplikationen im Bereich des Zugangsweges, aber auch eben im Kontextarm 4 Blutungen, Hämatome durch die Dialysetherapie, die ja die Alternative ist. Ansonsten waren sozusagen keine anderen relevanten Sicherheitsbedenken zu sehen. Sodass man zusammenfassen kann, das ist sozusagen ein Verfahren, neues Verfahren, mechanische Thrombektomie, wo wir sozusagen den Thrombus bergen. Ich habe hier unten mal ein Bild vom Patienten von uns aus dem Februar rausgeholt, den wir jetzt hier erstmal nur auf der rechten Seite thrombektomiert haben. Unglaubliche Mengen an Thrombus, die man da rausholt. Und wenn man sich hier die Pappdrücke anschaut, im Mittel waren die 47 mm Hg, bevor wir das Thrombusmaterial rausgeholt haben, danach 33. Die Patienten liegen auf dem Tisch und sagen, Mensch, ich kriege wieder Luft. Also es ist wirklich was wir, glaube ich, alle beobachten müssen.
weil es die Therapie der Hochrisikolungenembolie vielleicht, so vorsichtig sage ich es im Moment, bei aller Euphorie vielleicht komplett revolutionieren. Da sind ja mehrere Systeme, wenn ich das richtig weiß, schon auf dem Markt, auch in Deutschland schon auf dem Markt, die ja teilweise miteinander konkurrieren. Wissen wir, ob da jetzt auch eine größere randomisierte Studie zukommt oder wird das so sein wie oft bei den Devices, dass die anders als die Medikamente eben nicht getestet werden müssen und somit jetzt einfach dann da sind mit ja letztendlich Beobachtungsdaten, so eindrucksvoll wie sie auch sein mögen? Doch, die randomisierten Studien wird es geben. Die sind auch schon teilweise auf dem Weg und in Arbeit, weil es ja auch eben zum Glück nicht mehr so ist, dass wir jetzt diese Dinge einfach noch einsetzen können ohne randomisierte Studien. Für ein Reimbursement solche Studien auch wirklich jetzt inzwischen notwendig sind. Insofern werden die kommen. Die werden natürlich nicht head-to-head die unterschiedlichen Verfahren vergleichen, sondern die werden Device versus Standard of Care, also Lysetherapie im Zweifelsfall, vergleichen. Das ist ja auch vernünftig so erstmal im ersten Schritt, sodass wir da sicherlich auch verschiedene Studien bekommen werden. Insgesamt finde ich echt wichtig, wenn man sich die Daten aus der Literatur anguckt, wie hoch die Mortalität ist, dass da Bewegung ins Spiel kommt. Interessanterweise sind wir ja auch durch diese Engpässe bei der Lysetherapie auch tatsächlich gezwungen, wesentlich kritischer mit der Lyse umzugehen, weil wir eben diese Engpässe haben. Was ja spannend ist, Nikos, und jeder, der das mal gemacht oder gesehen hat, aber das ist auch so ein bisschen intriguing, diese Massen an Trommen, die man da rausholt, wo man sich A fragt, wie soll das eigentlich mit Heparin und Analyse gehen, wenn man das mal anfasst, dieses Material, ne? Was aber auf der anderen Seite natürlich dazu führt, dass man vielleicht ein bisschen zu euphorisch ist, aber ich gebe dir recht, dass es es ist ja ein Debulking letzten Endes, was man relativ ad hoc macht, was möglicherweise die wirkungsvollste Therapie ist, die wir bislang jemals hatten. Ne, deshalb wird man sich wünschen, dass sich das auch in irgendeiner Form in einem Vorteil für Sterblichkeit widerspiegelt. Das ist ein total spannendes Verfahren. Und was ich spannend finde und das aber auch ganz wichtig, du hast es gezeigt, wie sicher das letztlich ist. 24 French, ein Riesengartenschlauch, wenn auch über die Vene natürlich. Aber das, und das zeigen uns die bisherigen Daten ja, relativ wenig passiert. Das heißt, man kann es mit relativ hohen Sicherheitsstandards doch dann auch durchführen. Das ist das Zweite, glaube ich, was da sehr bemerkenswert ist. Noch kurze Frage meinerseits. Ist eine Kombination mit der Lyse denkbar oder ist der Katheter einfach so groß, auch wenn er venös ist, dass ich dann nicht mehr lysieren kann? Nein, das sind auch ein paar sozusagen Lyseversager dabei. Also auch das ist ein Indikationsgebiet, dass wenn du einen Lyseversager hast, dass du dann auch sekundär noch sozusagen aspirieren kannst. So ist ja vorstellbar auch, ne? Auch was Florian gerade gesagt hat, wenn du einen kompletten Verschluss des Hauptstamms hast, wie soll die Lyse da eigentlich gut hinkommen? Ne? Die fängt hier vorne an zu verdauen, aber hinten raus bleibt der Thrombus erstmal bestehen. Und das ist genau das, wo, glaube ich, auch die Kombination man sich durchaus vorstellen kann. Vielleicht dann nicht mit der vollen Lyse, aber eben in der Teillyse. Und umgekehrt, auch das wissen wir ja, die Autolysekapazität der Lunge, die ist schon beträchtlich. Oft ist es ja so, dass wir den Patienten einfach erstmal aus diesem Schockzustand rausholen müssen. Ob wir das mit Lyse machen oder vielleicht zukünftig mit einer Thrombektomie, sei mal dahingestellt. Und dann bleibt vielleicht noch ein Rest Thrombus übrig, aber der führt dann dazu, dass der Körper selber dann den Thrombus über die Zeit auflöst. Ne? So, dass wir, glaube ich, häufig auch einfach am Anfang einsetzen müssen, um den Patienten aus dieser Schocksituation rauszuholen. Lieber Nikos, herzlichen Dank für diesen ganz, ganz spannenden Überblick über interventionelle Klappen und Therapien in der Kardiologie, auch darüber hinaus. Ich glaube, Lungenembolie ist was uns fasziniert und was noch viel Zukunft hat. Jetzt gehen wir weiter zu Herrn Professor Christodis. Florian, ich freue mich jetzt nochmal das Neueste von dir zu hören, vieles auch aus dem Coronar- und Stent-Geschäft, was auf den ersten Blick für uns ja so Butter und Brot und Alltag ist, aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viel Neues. Ja, vielen Dank, Stefan. Ja, ich möchte abschließen mit drei Studien vom ACC, zwei zur Coronartherapie und eine Studie zur HCM.
Die erste Studie ist eine Multicenter-Studie aus Korea. Wir hatten es eben schon mal angesprochen. Aus Korea, Stefan, sagtest du, kamen beim diesjährigen Kongress viele Beiträge. Was die Koreaner gut können, ist auch multizentrisch durchgeführte Interventionsstudien, also vor allem auch auf dem Gebiet der Koronarien. Und die erste Studie ist eine Studie, die untersucht hat, ob es sinnvoll ist, Stents, wenn man sie implantiert, primär mit Bildgebungsverfahren wie dem intervaskulären Ultraschall oder der OCT-Methode zu implantieren. Ich habe hier nochmal vielleicht aus didaktischen Gründen eingangs nochmal ein Beispiel mitgebracht, und dort ist nochmal gezeigt, was eigentlich die Problematik ist, nämlich dass man, wenn man rein angiografisch Stents implantiert, gar nicht sieht, ob möglicherweise der Stent vielleicht gar nicht die Gefäßwand berührt. Das nennt man Malopposition, ob der Stent überhaupt ganz entfaltet ist und wie es um den Stent und gerade um die Stent-Ränder herum aussieht, ob da vielleicht noch Dissektionen, Flaps oder vielleicht ein großer atherosklerotischer Plug ist. Die Renovate Complex PCI-Studie, multizentrisch durchgeführt an 20 Studienzentren in Korea. Das waren Patienten mit vordergründig komplexen, ich sage vordergründig, weil im letzten Endes die Studie hat es etwas anders gezeigt, aber primär mal war das Ziel, komplexe Koronarläsionen hier einzuschließen und dort dann eben Head-to-Head verglichen, eine Imaging-Guided Strategy, also mit dem IVUS oder der OCT-Methode, den Stent letztlich nach Implantation optimiert, beziehungsweise auch schon im besten Fall vorher geschaut, wie das dort aussieht, verglichen mit einer rein angiografisch, also rein, so wie wir das ja traditionell gemacht haben und gelernt haben, rein angiografisch basierten Strategie. Ganz kurz nochmal, was waren das für Patienten? Das waren Patienten mit sogenannten komplexen Läsionen, das waren Bifurkationsläsionen, das waren auch chronische Verschlüsse, ungeschützte Hauptstammstenosen und das ist wichtig auch nochmal, das waren auch sehr, sehr lange Läsionen, die einer Implantation von sehr, sehr langen Stents bedurft haben. Der primäre Endpunkt war ein kombinierter Endpunkt, wurde unter dem Sammelbegriff Target Vessel Failure geführt, kardialer Tod, ein Myokardinfarkt, der sich auf das Zielgefäß bezog oder erneute Revaskularisationen an diesem Zielgefäß. Sekundäre Endpunkte, verschiedene aufgeschlüsselte Gefäßendpunkte. Der primäre Endpunkt war positiv zugunsten der Imaging-basierten Strategie, also dieser kombinierte primäre Endpunkt weniger Target Vessel Failures in der Gruppe der Imaging-basierten Methode. Das Ganze ist nochmal aufgeschlüsselt hier. Wodurch würde das begünstigt? Das war in erster Linie dadurch begünstigt, dass weniger prozedurbezogene Myokardinfarkte auftraten in der Gruppe der Imaging-basierten Methode. Und auch ein zweiter, und das ist relativ nicht primär verständlich, konnte auch im Rahmen der Diskussion nicht ganz aufgelöst werden. Man hatte dort auch weniger Todesfälle. Letzten Endes, unterm Strich, muss man sagen, dass es zwei Kritikpunkte gibt. In erster Linie wurden, und das ist auch im Paper, das zeitgleich im New England Journal publiziert wurde, Imaging-basierte Verfahren nur in 40-50% dann doch eingesetzt. Und die meisten Läsionen, die behandelt wurden, waren letzten Endes sehr, sehr lange Stentstrecken. Das heißt, nur beispielsweise 20-25% jetzt schwierige Bifurkationsläsionen. Ich denke, unterm Strich, was zeigt uns die Studie? Wir sind ja schon länger angehalten, vor allem auch im Bereich des Hauptstamms oder der proximalen Läsionen, Imaging-basierte Verfahren einzusetzen.
In der klinischen Praxis ist das, ich denke, für die Hauptstammstenose mehr und mehr etabliert. Aber gerade mittlere, auch bis sehr lange Stentstrecken ist es dann doch im Alltag so, dass man das Verfahren vielleicht doch nicht einsetzt. Und unterm Strich, denke ich, ist diese Studie geeignet dazu, nochmal den Einsatz dieser Verfahren durchaus zu fördern und vielleicht das eine oder andere Mal noch drüber nachzudenken, das doch dann zu tun. Ja, wie ist die Einschätzung dazu? Nikos, was meinst du? Ihr macht viel auch komplexe Interventionen bei euch am Zentrum. Ja, also ich finde es eine spannende Studie, die ergänzt eigentlich das, was viele andere Studien vorher auch schon suggeriert haben. Ist tatsächlich so ein bisschen enttäuschend, finde ich. Ich hatte mir ein bisschen mehr was von der Komplexität erhofft. Das fand ich jetzt auch so ein bisschen enttäuschend. Auch enttäuschend ist, finde ich, so ein bisschen, wenn man unten sieht, die kontrastmittelinduzierte Nephropathie. Auch da hätte man sich ja schon erwartet, dass man vielleicht zumindest mit dem IVUS ein bisschen weniger Kontrastmittel braucht, als jetzt vielleicht rein Angiografie geguided. Kann natürlich auch an dem Anteil von OCT liegen, der mit dabei war. Aber ich glaube, die Message ist klar, vor allen Dingen in Deutschland wird zu wenig intravaskuläre Bildgebung genutzt. Die Asiaten sind uns da deutlich voraus und haben dementsprechend auch bessere Ergebnisse. Und wir müssen uns, glaube ich, alle mal selber, immer wieder selber an die Nase greifen und sagen, mit IVUS oder mit OCT sehen wir mehr und können einfach auch in der Stent-Optimierung, glaube ich, bessere Ergebnisse erreichen, auch danach. Ne? Nicht nur davor, sondern auch nach zum Therapieerfolgskontrolle. Es ist durchaus relevant. Jetzt gibt es ja, Nikos, Florian, Leute, die sagen, na, das ist alles Quatsch, das ist mir zu teuer und zu zeitaufwendig. Ich nehme immer einen non-compliant Ballon und so eine 38 mm Stentstrecke oder 60 mm Stentstrecke, die gehe ich einfach nochmal durch und haue den ordentlich an die Wand und dann habe ich die Probleme nicht. Erstens, was meint ihr dazu? Zweitens, haben die diskutiert, warum es nur die langen oder führend die langen Stentstrecken waren und nicht die komplexen Bifurkationen und spielt es einfach eine Rolle? Wenn ich mich jetzt in mich selbst hereinversetze, ich mache nicht mehr ganz so viele so ganz komplexe Sachen, aber wenn man dann so ein DK-Crush-Geschichte gemacht hat und 25 Mal den Ballon hin und her und dann ist man 2 Stunden beschäftigt, dann ist man auch irgendwann mal froh, dass man fertig ist persönlich und der Patient auch froh, dass man fertig ist und die Komplexität und das Risiko des Eingriffs steigt ja auch, wenn man immer noch länger arbeitet. Ist das der Grund, wo man dann nicht auch nochmal den IVUS-Katheter auspackt? Selbst in der Hand des Geübten dauert das nochmal einige Minuten. Also ich persönlich finde das und ich bin auch wieder vielleicht erstaunt, also auch wenn man vielleicht auch sehr, sehr hochkarätige und praktisch gut gemachte Live-Cases sieht, wie dann doch letztlich das, vielleicht jetzt kann man wieder sagen, in der Hand des Geübten die Prozedur nicht wesentlich verlängert, aber das kann sicherlich ein Argument sein oder auch, dass man nach einer sehr langen Prozedur sagt, ah, jetzt ist es einfach mal gut. Zu deiner ersten Frage ist es, ich glaube, jeder, der mal will man natürlich nicht einen langen Stent unkritisch mit einem vielleicht non-compliant Ballon dann in der Anatomie so verändern. Der wird ja auch nicht unbedingt besser, also wenn man den jetzt einfach danach nochmal durchdilatiert. Und jeder, der mal oder der in gewissen Anzahl von Bildgebung mal macht oder einfach mit dem IVUS mal schaut, der wundert sich, oder zumindest geht es mir immer so, man wundert sich doch, an wie vielen Stellen der Stent beispielsweise nicht gut appositioniert ist und wo die Lücke zwischen Gefäßwand und Stent zum Teil gar nicht so unerheblich ist. Also ich glaube, das ist so ein Effekt, je mehr man das macht, umso mehr gewinnt man die Methode auch, wächst die Methode einem ans Herz. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen der psychologische Faktor wirklich. Man muss das natürlich der Schwester sagen, man muss das aufbauen. Das ist alles gut etablierbar und je häufiger man das macht, irgendwann denkt man auch nicht mehr drüber nach. Aber ich glaube, es ist eine Methode, wie Nikos sagt, die wir noch vielleicht in Deutschland einfach, wir müssen uns ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich glaube, das wird mehr und mehr werden, dass wir das auch machen. Und jetzt müssen wir eigentlich, ne? Wir haben immer gesagt, wenn man diese Bilder sieht, dann sah das immer alles nicht so schön aus. Und dann hat man immer gesagt, naja, wir haben aber keine harten Endpunkte, dass das was bringt, wenn wir da jetzt dann nochmal nacharbeiten. Jetzt haben wir die harten Endpunkte. Werden die Kosten erstattet? Ja. Ja.
Kostendeckend, ne, Nikos, oder? Aber Aber ich glaube, ja, verdienen kannst du damit nicht, aber. Sehr weit, es wird auf jeden Fall, also es ist jetzt kein Minusgeschäft. Ne? Also du kriegst es erstattet. Ich glaube auch, der allerwichtigste Punkt ist, den du genannt hast, Stefan. Du hast eine komplexe Prozedur und willst dann nicht auch nochmal schon noch mal die Bildgebung durchziehen. Aber das ist, glaube ich, das, wo wir uns alle so ein bisschen zwingen müssen zu. Weil wenn wir uns schon abkämpfen und sozusagen das beste Ergebnis mit DK Crush und weiß der Kuckuck was erreichen wollen, irgendwelchen tollen Stand-Techniken und dann aber den letzten Schritt nicht gehen, das ist eigentlich schade. Und wir sehen, dass der Patient davon profitiert. Das haben jetzt, glaube ich, nicht nur diese Studie, sondern viele, viele andere auch gezeigt. Insofern muss man sich, glaube ich, immer wieder selber in die eigene Nase greifen und sagen, Mensch, jetzt hast du so viel Energie und Zeit da reingesteckt. Jetzt sind diese 2, 3 Minuten, die dann der EBUS dauert, auch nicht mehr relevant. Im Gegenteil, du hast für den Patienten, arbeitest den Benefit raus. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und wenn man so ganz groben Schätze über die Zentren, wo stehen wir in Deutschland? 5%, 15%, 30%, wie häufig wird sowas ganz grob angewendet? Also ich glaube, 5% ist zu wenig. Ich glaube, also insbesondere im Bereich der Hauptstammstenose ist es mittlerweile an den meisten Zentren etabliert hier vorher und also vor allem auch vorher. Es geht ja auch darum, die Anatomie vorher zu verstehen. Ich glaube, da sind wir deutlich, deutlich besser als 5% mittlerweile. Noch eine Frage, um dann vorzubereiten auf einen Punkt, den ich jetzt noch machen muss. Man hat bei der Angiografie geleiteten PCI mehr Kontrastmittel gebraucht als bei der Imaging Guided? Das ist eine sehr gute Frage. Das ist hier nicht gezeigt worden. Ich glaube, es war auch ein Kritikpunkt, dass es nicht gezeigt wurde letzten Endes. Das müsste man im Paper mal nachgucken. Das ist ein wichtiger Punkt natürlich. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass man Kontrastmittel sparen kann. Das ist ja ein wesentlicher Vorteil der Methode. Ne? Denn ich hätte jetzt gerne so als abschließenden Punkt auf den Kommentar von Nikos draufgesetzt, wenn es denn so ist, dass ich mit der Angiografie guided mit mehr Kontrastmittel, nicht mehr Kontrastmittel in der Nephropathie habe, als mit dem weniger Kontrastmittel bei der Imaging guided, dann spricht das ja wieder dafür, dass, was wir immer mehr vermuten, dass es keine kontrastmittelinduzierte Nephropathie, sondern nur eine kontrastmittelassoziierte Nephropathie gibt. Der Punkt musste sein. Warte mal, ich habe es hier. Volume of Contrast Media Used war Imaging Guided 214 Milliliter, Angio Guided 193 Milliliter. Ja, wobei natürlich das Imaging, wenn du OCT machst, brauchst du genauso viel KM. Du musst es ja jemals freispielen. Also das ist ja nur beim IBUS, dass du sparen kannst. So ist es. Also sogar die Imaging Guided PCI war mehr. Wobei wir, Gunnar, ja durchaus mehr dazu übergehen, Diagnostik und Therapie bei niereninsuffizienten Patienten zu trennen und dann tatsächlich, wenn du bildgebungsbasiert arbeitest, kannst du ja mit, es gibt ein paar jetzt Publikationen zu Zero-Kontrastmittel, aber ich sag mal mit Low-Contrast kannst du die meisten Interventionen dann durchführen. Und das finde ich ein total wichtiges und gutes Konzept und überzeugt vielleicht auch die Nephrologen, den einen oder anderen Patienten doch nochmal zu schicken, weil wir ja doch da einen erheblichen Gap und Mortalitätsnachteil haben für unsere kardiovaskulär erkrankten Nierenpatienten. Ich bin ja für jede Nephrologie-Kritik offen, aber da muss man ehrlicherweise sagen, da kämpfen wir umgekehrt mit manchen anderen Fachrichtungen, vielleicht weniger mit der Kardiologie, vielleicht mehr mit der Radiologie, aber dass wir dann auch wirklich die kontrastmittel-assoziierten Untersuchungen bekommen, wenn wir sie brauchen. Und die Diskussionen kennen unsere Assistenzärzte, die ja nachts diskutieren, noch mehr als wir. Das ist noch ein weiter Weg zu gehen. Gut, dann gehen wir weiter. Nächste Studie. Da war die Frage, wenn man Patienten mit akutem Koronarsyndrom behandelt und es eine Mehrgefäßerkrankung ist, ob man diese Patienten im Rahmen der Indexprozedur komplett behandeln soll, also alle relevanten Stenosen neben der Culprit-Läsion auch behandeln soll, oder ob man das Ganze, und das ist die Tendenz aus der klinischen Praxis, wie wir sie heute machen, ob man das Ganze nicht eher postponiert, das
Ganze staged, wie man das nennt. Ich habe mal hier die Empfehlungen, die heute gültigen Empfehlungen für Nicht-ST-Hebungsinfarkte und für ST-Hebungsinfarkte der ESC zu dieser Frage nochmal aufgeführt. Die Empfehlung zu sagen, man macht es während der Indexprozedur, sind eher verhalten. Man kann das machen. Wir haben auf der anderen Seite Daten von Calpret-Shock zum Beispiel aus dem Jahr 2018, die uns ja eigentlich gezeigt haben, dass zum Beispiel beim kardiogenen Schock eigentlich die alleinige Behandlung der Index- bzw. der Calpret-Läsion angestrebt werden sollte. Diese Frage hat der BioVasc-Trial untersucht, 1525 Patienten mit einer Mehrgefäßerkrankung und einer mehr oder minder klar zugrunde liegenden Calpret-Läsion. Das Ganze dann aufgeteilt in zwei Arme. Ein Arm als unmittelbare Revaskularisation während der Indexprozedur bezeichnet und das andere dann eine postponierte, nachgeordnete Behandlung der anderen Stenosen, die innerhalb der nächsten 6 Wochen stattfinden sollte. Auch wieder ein kombinierter Endpunkt, All-Cause Mortality, Myokardinfarkt, weitere ungeplante Revaskularisationen und zerebrovaskuläre Ereignisse. Das Ganze war primär als Nicht-Unterlegenheit gepowert. Das ist der primäre Endpunkt. Was sich hier gezeigt hat, dass die Inzidenz des primären Endpunktes vermindert werden kann, wenn man die Behandlung im Rahmen der Indexprozedur behandelt und alle hochgradigen interventionsbedürftigen Stenosen behandelt. Und das war eben nicht signifikant, das war nicht überlegen, dieses Verfahren, aber es konnte relativ klar gezeigt werden, dass wenn man das macht, dass das Verfahren zugunsten des Standards, wie wir es bislang machen, nicht unterlegen ist. Worauf basierte das Ganze? Es gab einen starken Effekt auf die Verhinderung von Myokardinfarkten nach Behandlung der Indexprozedur. Und das war auch letzten Endes der ausschlaggebende Faktor, aufgrund dieser primäre Effekt beruht. Das ist hier nochmal aufgeführt. Erstmal die Anzahl der Myokardinfarkte zwischen Indexprozedur und Folgeprozedur. In der gestagten Gruppe und dann hier nochmal im Vergleich erste Myokardinfarkte nach der initialen Behandlung im Vergleich Immediate Revaskularisation und gestagte Prozedur. Interessanterweise, also man sieht, es sind deutlich mehr Ereignisse im Verlauf, wenn man wartet und im Rahmen der nächsten 6 Wochen behandelt. Und was man auch sieht, dass natürlich hier gelb, der sogenannte Typ 4 Myokardinfarkt, das sind Myokardinfarkte, die prozedural bedingt sind, also beispielsweise eine Stentthrombose, deutlich häufiger sind in dieser Gruppe, während wenn man sofort in alle Läsionen behandelt, das Ganze deutlich weniger ist. Unterm Strich sicherlich eine Studie, die, wenn ich so an meinen eigenen klinischen Alltag denke, die man zunächst mal sehr kritisch sieht, denn wir haben eben schon bei der anderen Studie diesen Faktor, man hat ein gutes Ergebnis, es ist möglicherweise beim akuten Koronarsyndrom ja mitten in der Nacht, der Patient ist leidlich hämodynamisch stabil und hat die Calpret-Läsion gut behandelt, bislang immer gute Argumente gehabt und die waren auch wissenschaftlich untermauert, zu sagen, wir hören jetzt auf, denn nach einem guten Ergebnis kommt oftmals ein schlechtes Ergebnis. In meiner Wahrnehmung, aber das müssen wir auch diskutieren, weil die eigene Wahrnehmung ist ja oft nur eine Wahrnehmung, haben wir nicht relevant viele Myokardinfarkte und Ereignisse, wenn wir die Patienten im Rahmen der nächsten 6 Wochen behandeln. Das ist, muss man sagen, auch unsere gängige Praxis und war es bisher.
Und meine klinische Erfahrung zeigt das, spiegelt das eigentlich nicht wider, wobei wir das natürlich auch nicht strukturiert untersucht haben. Aber letzten Endes bringt die Studie ganz viele Argumente zugunsten eines wirklich konzentrierten Erstangriffs im Rahmen des der Erstvorstellungen und auch der ersten Behandlung. Ja, vielen Dank, Florian. Ich habe eine Frage, vielleicht habe ich es verpasst. Du hast jetzt so ein bisschen angedeutet, auch Stabilität des Patienten. Das waren ja alles keine Schockpatienten. Und was in der Diskussion da vor Ort so ein bisschen aufkam, das fand ich auch interessant oder schräg, dass man gesagt hat, naja, das ist so der übliche End-STEMI. Das waren mehr End-STEMI oder STEMI, beides, ne? Ja, waren beides. Ich glaube, es war zugunsten der Endstemis Ja, verteilt. das war so ein bisschen also was da so rauskam, war, naja, vielleicht der komplexe alte Patient, diffuse Dreigefäßerkrankung und vielleicht sind die Culprit Lesions nicht gut Ganz identifiziert. genau. Ne? Das Und war in der hat dann Debatte gesagt, ein naja, wesentlicher Punkt, ne? ja. Warum haben die eigentlich so viele Myokardinfarkte mehr? Ja, weil möglicherweise die Culprit verpasst hat. Was ja gar nicht einfach ist, ne? Genau. Und dann Einer macht man das, diffusen dann macht es ja Sinn, ne, dass man. Mehrgefäßerkrankung ist es gar nicht einfach zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich die symptomgebende Zielläsion, ne? Schwierig. Gut, dann machen wir weiter. Und gehen zum letzten Punkt. Kommen von der Koronaranatomie zu einer Myokarderkrankung, zu hypertrophen Kardiomyopathie, die ja die häufigste vererbte Form der Kardiomyopathie ist, mit etwa Zahlen von 1 bis 1 zu 500. Neuere Daten zeigen, dass es deutlich mehr Patienten sind, die eine HCM haben. Dieser Fußballspieler auf der rechten Seite, den werden viele noch kennen. Das ist Gerald Asamoah, ein Profifußballer, der an einer HCM erkrankt war. Und bei dem wurde im Alter von 19 Jahren, also da war die Profikarriere durchaus vorgezeichnet, im Rahmen einer Routinetestung eine HCM festgestellt. Und man kann das nachlesen. Das war für Herrn Asamoah natürlich ein sehr, sehr einschneidendes Erlebnis, weil man ihn primär völlig und relativ dezidiert in Deutschland von sportlicher Betätigung, insbesondere von Profisport, also von Hochleistungssport abgeraten hat. Warum ist das so? Weil man befürchtet natürlich, dass bei Patienten mit einer ausgeprägten Hypertrophie es durch körperliche Belastung induziert zu ventrikulären Rhythmusstörungen, zu potenziell tödlichen Herzrhythmusstörungen kommt. Er ist dann letzten Endes, hat sich in den Vereinigten Staaten beraten lassen und dort hat man ihm doch grünes Licht gegeben, Profifußball zu spielen. Und wer sich erinnert, bei Herrn Asamoah war immer der Mannschaftsarzt mit einem Defibrillator am Spielfeldrand zugegen. Das hat man auch oft im Fernsehen gesehen. Gerald Asamoah freut sich nach seiner Profikarriere bester Gesundheit. Und soweit ich richtig informiert bin, hat er auch nie ein Rhythmusereignis erlitten. Aber letzten Endes ist das die Frage, die Live-HCM-Studie verfolgte. Eben ist es sinnvoll und ist es sicher möglich, Patienten mit einer hypertrophen Kardiomyopathie sportliche Betätigung nicht zu verbieten und im Gegensatz vielleicht sogar zu empfehlen, weil wir um die positiven Aspekte von sportlicher Aktivität wissen. Und ist es möglich, dass auch hochintensive sportliche Betätigung möglich und sicher ist? Die Studie hat an verschiedenen Versorgungszentren auf freiwilliger Basis Patienten eingeschlossen, wo eine HCM zugrunde lag. Interessanterweise auch Patienten mit positivem Genotyp, wo kein Phänotyp, also wo nicht vordergründig eine Hypertrophie vorlag. Das fand ich ganz interessant, weil das natürlich, die sehen wir natürlich im klinischen Alltag nicht, weil warum? Wir sind gar nicht so hinterher in Deutschland Genotypisierung durchzuführen und so feingranuliert untersuchen wir zumindest an einem durchschnittlichen städtischen Krankenhaus diese Patienten natürlich nicht. 42 Studiensites in Vereinigten Staaten, UK, Kanada, Australien und Neuseeland über 4 Jahre Patienten.
befragt nach ihrer sportlichen Aktivität. Also es war natürlich letzten Endes eine Beobachtungsstudie, die geschaut hat und verglichen hat. Vigorous-Aktivität, also größer gleich 4 metabolische Äquivalente. Also das ist ja ungefähr das, was schnelleres beziehungsweise durchschnittlich schnelles bis schnelleres Joggen bedeutet, mit moderater körperlicher und sportlicher Betätigung kleiner 6 metabolische Äquivalente, jeweils mehr als 60 Stunden pro Jahr. Das war so vorgegeben. Endpunkt Tod, kardiovaskuläre Reanimation oder auch Synkope, natürlich, was ein häufiges klinisches Korrelat ist dieser Patientengruppe. Oder eine Schocktherapie durch ein ICD, denn es waren auch Patienten natürlich in der Studie, die primär aufgrund ihres Risikospektrums primär prophylaktisch mit einem ICD versorgt waren. Jetzt kurz nochmal zu den demografischen Faktoren. Die meisten dieser Patienten hier verglichen non-vigorous versus vigorous waren größer als 25. Die meisten waren männlich. Und hier nochmal ganz interessant, aber möglicherweise für den klinischen Alltag nicht so spannend, die Zahlen der Phänotyp-Negativen, also wo nur der Genotyp eine Rolle spielt. Endpunkte und Ereignisse ganz wenig. Und wenn man das hier auch nochmal in der Kaplan-Meier-Kurve zeigt, so zeigt sich, dass letzten Endes es egal ist und klinisch keine Effekte hat, ob jemand körperlich aktiv ist. Und insbesondere zeigt sich auch kein Unterschied, wenn jetzt jemand competitive, also wirklich Wettkampfsport betreibt und der eine HCM zugrunde liegen hat. Verschiedene Subgruppen noch analysiert. Unterm Strich kommt raus, dass man entsprechenden Patientinnen und Patienten, die Frage stellen, inwieweit eine sportliche Betätigung oder auch sogar Wettkampfsport möglich ist, auf Basis dieser Daten relativ guten Gewissens Sport erlauben kann. Und Sportkarrieren und Profikarrieren wie von Herrn Asamoah sind dann auch auf Basis dieser Daten nicht mehr gefährdet, vielleicht in einem frühen Stadium gar nicht erst zu voller Blüte zu kommen. Überzeugen euch als Kardiologen diese Beobachtungsdaten jetzt so sehr, dass ihr sagen würdet, ihr würdet eure Empfehlung darauf ändern? Also ich finde es auch, also das ist mal das Beste, was wir haben. Ne? Und wie immer, häufig passiert nichts, relativ große Fallzahlen, aber es muss natürlich nur einer von 1000 sonst kerngesunden jungen Menschen oder einer von 100.000 irgendwie tot umfallen. Das ist immer die Schwierigkeit. Auf der anderen Seite, wir müssen diese Abwägung ja immer treffen, auch bei der Frage, die einzige Therapie zum Schutz vor Rhythmusstörungen, also jetzt unabhängig von Sport oder nicht Sport, ist der Defi, da sind wir ja auch kritisch und wollen das den jungen Menschen nicht immer implantieren. Da gibt es Scores für, da wäre jetzt meine Frage auf Florian, weißt du da was? Also es gibt ja den klassischen ESC, Sudden Cardiac Death Score, wo man dann sagt, okay, Ausflussrad, Obstruktion, gewisse Wanddicke, Familienanamnese, das gibt es hier nicht mehr genau irgendwie stratifiziert, ne? Nee, war hier nicht stratifiziert und es gibt auch noch keine Publikation dazu, deshalb weiß ich es nicht. Zu deiner Frage, Gunnar, ich glaube, es ist ja nicht anders machbar. Ne? Man kann das nicht anders randomisieren. Es ist eine große, wirklich große Kohorte, die ja alle, muss man sagen, aber auch relativ dedicated sind. Also es sind Patienten, die alles auf so, da waren auch Menschen aus so Interessenverbänden und so weiter dabei, die also sehr, vielleicht ist es aber auch wieder natürlich ein Bias, ne? Die sehr interessiert sind und gut nachgesorgt sind. Letzten Endes, wie Stefan sagt, was Besseres haben wir nicht. Ne? Es ist natürlich, also gerade weil viele oder mehr Menschen natürlich auch jüngeren Alters oder mittleren Alters sind, die ganz normal leben, völlig normal sich auch entfalten wollen, eine wichtige Frage. Ne? Und jemandem zeitlebens sportliche Aktivität vorzuenthalten, ist ein gravierender Einschnitt, ne? Der natürlich auch für Folgeerkrankungen
verantwortlich sein kann. Ne? Ja, und das sind ja auch alles nur, also ich meine, die meisten dieser Verbote sind ja so gefühlte Sachen. Das muss man ja wirklich ganz klar so sagen. Das zieht sich ja jetzt, wenn man vom Leistungssportler wegkommt zu unseren Patienten, zieht sich das ja durch. Jeder Patient nach Myokardien fragt, darf ich in die Sauna gehen? Darf ich körperlich mich belasten? Darf ich, was weiß ich, auf 2000 Meter hochfahren? Und er fragt wahrscheinlich 10 verschiedene Kardiologen und kriegt 20 verschiedene Meinungen dazu. Es gibt Kardiologen oder auch Kollegen, die sind wirklich ganz radikal sagen, nein, also nach dem Infarkt kann man nicht mehr in die Sauna gehen. So, aber wir haben alle überhaupt gar keine wirklichen fundierten Daten dafür. Und ich glaube, das Gleiche trifft auch auf den Sport zu. Das ist alles so gefühlt. Da ist mal einer beim Sport umgekippt. Und deswegen müssen wir beim Sport vorsichtig sein. Im Gegenteil, wir müssen eigentlich im kardiovaskulären System für jegliche sportliche Betätigung gut. Selbst wenn es sozusagen kontrolliert bei Patienten auf der Transplantliste ist. Insofern finde ich das schon eine extrem wichtige Studie. Natürlich muss die irgendwie noch untermauert werden und das muss man weiter beobachten. Aber es sind viele Patienten und es gibt wenigstens jetzt mal so eine erste Richtung, dass man vielleicht da gar nicht so kritisch, extrem kritisch mit sein muss. Myokarditis, gleiche Thema. Wie viele Patienten haben wir im Moment mit Myokarditis und dann sagen ja, oh, sie müssen sehr vorsichtig sein und wir machen Verlaufs-MRT und jetzt dürfen sie langsam wieder ihre körperliche Aktivität starten. Aber letztlich sind das alles nur gefühlte Daten. Und da muss ich sagen, es ist toll, dass man sich die Mühe macht, so eine Gruppe zusammenzustellen. Nikos, ganz herzlichen Dank, dass du zum ersten Mal bei uns dabei gewesen bist. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dich im zweiten Halbjahr da wiedersehen, so wie wir es auch schon ein bisschen vorgeplant hatten. Und abschließendes Wort ist ein Zitat von Stefan, was ich mir zwischendurch hier notiert habe. Wir sind jetzt alle froh, dass wir fertig geworden sind, auch persönlich. In diesem Sinne, einen schönen Freitagabend.